also Anfang letzten Jahres, haben wir beschlossen, gemeinsam ein Matura-Projekt zu starten. Und durch bereits gesammelte Erfahrungen mit der Porsche Informatik haben wir entschlossen, einfach Projektideen auszuarbeiten. Und letzten Endes sind wir zu dem Entschluss gekommen, einen Spielsporttrainer zu entwickeln. Wir drei haben uns dann noch ein paar weitere Funktionen überlegt und das Ganze dann als Connected gestartet. Die ursprüngliche Idee kam von Raphael und Dieter. Sie sind aus einem Ideenpool damit an uns herangetreten und wir haben uns selbst in späteren Meetings dann noch überlegt, wie wir mit unseren Ideen das Ganze erweitern könnten und dann unsere Vorstellungen anpassen könnten. Und danach haben wir uns immer wieder mit Raphael und Dieter getroffen, haben ihnen unseren Projektstand gezeigt, sie haben uns dann Feedback gegeben, das wir dann versucht haben einzubinden. Die größte Hürde wahrscheinlich am Anfang der Spamfilter von der Porsche Informatik. Also am Anfang die größte Hürde war, dass wir mit iOS entwickeln wollten. Von uns hat leider keiner die Erfahrung gehabt, mit Swift zu programmieren. Deswegen haben wir dann umgestellt auf Android, da wir schon in der Schule Erfahrungen sammeln haben können mit Java. Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir eigentlich einen ziemlich ausgereiften Prototypen haben, aber uns jedoch die technischen und auch zeitlichen Ressourcen fehlen, es weiterzuführen. Dieses Projekt war für uns alle die erste Berührung mit einer großen Softwareentwicklung und wir haben erst während der Laufzeit gemerkt, wie viele Probleme und Planungsaufwand im Hintergrund ablaufen. Und natürlich auch, wie man am effektivsten an diese Probleme rangeht, dass das Projekt stetig sich weiterentwickelt. Ja, also wir haben schon als Praktikanten bei der Porsche Informatik gearbeitet. Es ist auf jeden Fall eine spannende Arbeit, sehr nette Kollegen und auf jeden Fall für später mal zum Überlegen. Dabei haben wir mit dem Studium viel zu tun und auch ein bisschen Lust gekriegt, was Eigenes umzusetzen. Ja, das Erste, was ich im Projekt ist, für uns mal die Ideenfindung. Das ist mal das Wesentliche. Da haben wir auch in der Regel in verschiedenen Zeitabständen interne Sessions, wo wir mal so ganz grob Ideen skizzieren, versuchen, auch ein Projekt zu definieren, was in dem Rahmen eines HTL-Matura-Projekts oder auch als Bachelorarbeit in der FH umsetzbar ist. Und das war so die Ausgangsbasis und das war auch, glaube ich, das, wo wir zuerst die Maturanten unterstützt haben, wo wir dann dafür auch versucht haben, das Projekt in eine Richtung zu lenken, was umsetzbar ist, vom Umfang her in dem Rahmen, aber auch von den technischen Gegebenheiten, von den Kosten her, um einfach da wirklich den Rahmen abzustecken und den Scope zu definieren. Das war, glaube ich, sehr diese Ausgangsbasis für solche Projekte. Das ist das Wesentliche in meiner Meinung. Ja, also die drei waren eigentlich von Anfang an sehr professionell aufgestellt. Sie haben auch gleich weitere Kollegen, Mitschüler begeistern können, mitzuhelfen. Und so ist neben dem eigentlichen Softwareprojekt auch noch ein klasses Design rausgekommen. Und auch die Visitenkarten und die ganze Aufmachung und die Poster, die sie gemacht haben und die Präsentation auf der HTL Salzburg war da wirklich spitze. Oh ja, da bin ich davon überzeugt, weil sie haben vom Konzept her ein bisschen was anderes gemacht, was bisher schon Applikationen oder vergleichbare ähnliche Applikationen am Markt gemacht haben. Sie haben das Handy direkt mit der Schnittstelle im Auto verbunden und so die Möglichkeit, wirklich Echtzeitdaten zu analysieren und darzustellen für den Anwender. Das ist das eine Thema und das andere Thema ist, glaube ich, die Kosten, weil die Kosten sind relativ gering. Ein Smartphone hat jeder und diese Komponente, die man zusätzlich benötigt, ist wirklich, das bewegt sich im Euro-Bereich und ist leicht montiert und insofern glaube ich schon, dass es ein großes Potenzial beinhaltet, diese Applikation.